Der Crit war gut. Der Treffer war auch nicht schlecht. Das können wir zerhauen. Da ist ein goldener Schlüssel. Das können wir nicht kaputt machen. Oh, und dahinter sehe ich die Pilze. Okay. Ich kümmere mich mal um dich hier. Da muss ich wahrscheinlich irgendwann demnächst mal wieder zurück zum letzten blauen Kristall. Eine Schriftrolle. Nein, das kriegen wir nicht kaputt. Bericht von interdimensionalen Reisemethoden. Teil 1, Yggdrasil. Ah, ich gehe erstmal zurück, mich heilen. Sonst stirbt sie mir hier noch. Das fände ich unschön. Zum Glück kann ich mich ja an dem Mini-Kristall hier oft genug heilen und ein Quicksave wäre auch, ein Autosave wäre auch mal wieder nicht schlecht. So. Also, Teil 1 Yggdrasil. Es gibt mehrere Methoden, nee, drei Methoden von transdimensionaler Reise. Wurde in den nördlichen Reichen benutzt im letzten Jahrhundert. Die erste und am weitesten verbreitete ist der Gaia Gateway Spell, während man in einer Gateway Location steht. Diese Orte sind sehr bekannt für ihr grünes Licht und ihre fallenden Funken. Oh, das sind dann wohl diese Gebiete da. Einer dieser Gateways kann im Gaia Garden in zentraler Madazia gefunden werden. Jeder Gateway bringt den Reisenden zu einem anderen Ort in Yggdrasil. Also doch Yggdrasil, da oben fehlt das R. Wichtig. Manche Bereiche sind immer noch sicher, während andere laut den Berichten mit Monstern überflutet werden, die bis jetzt nirgendwo anders gefunden wurden. Yggdrasil hat sich als der beste Weg bewiesen, um größere Distanzen zurückzulegen als physische Distanzen. Also direkte Distanzen. Okay, warte, jetzt muss ich den Satz nochmal genauer lesen. Yggdrasil hat bewiesen, dass es ein konventioneller Weg ist, direkte Distanzen zu reisen anstatt physischen. In anderen Dimensionen hat das eine sehr geringe Bedeutung. Also, dass man halt direkt reist, luftlinienmäßig durch die Dimensionen und nicht irgendwie um Mauern und Ecken rum. Yggdrasil. Es wird geglaubt, dass Yggdrasil mit dem Zentrum allen Lebens verbunden ist. Andere glauben, dass es ein nicht körperliches Energiezentrum des Landes innehält. Wie auch immer, solche Beliefs. Sein Glaube wurde bis jetzt noch nicht unterstützt oder physisch bezeugt. Bestätigt. Ja gut. Also jetzt wissen wir schon mal, dass diese Sparkling-Sachen Travel-Dinger sind. So, das ist ein Stuff-Defense-Spruch. Und zwar ein Stuff Wielder.
Mit 16 Staff Defense. Gut. Dass wir das auch schon mal geklärt haben. Dass wir sie ruhig weiter in Staff Defense trainieren können. Also ja, das hier ist so ein Reisepunkt. Und der bringt uns, weiß Gott, wohin. Du warst massiv. Ihr seid alles nur Giftbrunnen. Hier hinter den Dingern sind keine Knöpfe gewesen. Das hier ist eine perfekte Sackgassenfalle, wenn Schleims in der Nähe wären. Ja, dann muss ich jetzt erstmal das andere Tentakelviech hier ausschalten. Und ja. Wieder auf die Lame-Methode. Gut, ist ausgeschalten. Hier in dem Bücherregal liegt nichts. Hier ist kein Knopf zum Draufdrücken und in dem Bücherregal liegt auch nichts. Gut. War das jetzt halt nur für die Erfahrungspunkte? Jetzt muss ich hier durch. Schon mal sicherheitshalber Zauber vorbereiten. Weil dahinter sind auf jeden Fall Pilzmenschen. Genau du da. Ein Pilzmensch war hier hinter. Ein Pilzmensch, der sonst nichts anderes gemacht hat. Und ja, hier ist, wird ein goldener Schlüssel gebraucht, von dem wir leider noch keinen haben. Und der Pilz hat auch leider kein Essen gedroppt, mal wieder. Das ist immer so ärgerlich, weil wir eh Nahrungsknappheit haben. Also ja, wir haben für jeden noch einmal was zu essen und dann war's das für den Augenblick. Ja gut, ich habe jetzt keine andere Wahl als hier oder hier runter zu hüpfen. Weil den Reisezauber kann ich noch nicht. Okay. Drück die Daumen, dass das Spiel nicht abstürzt. Nein, es stürzt nicht ab, weil ich habe mal im Internet recherchiert. Scheinbar scheint es mit einigen Mods Speicherüberlaufsprobleme zu geben manchmal. Und leider habe ich nicht gefunden, wie ich das beheben könnte. So. Oh, Viecher. Aber zum Glück nur zwei, wie ich sehe.
Bis jetzt jedenfalls. Ein leerer Sack. Eine Kiste. Etwas zu essen, das ist wieder schöner. Ups, verklickt. Leerer Sack, sonst nichts. Ja. Eine Treppe nach oben. Ich glaube, da bin ich runtergefallen irgendwo. Was habe ich damit aktiviert? Weil hier unten habe ich jetzt nicht gesehen, dass sich was getan hat. Habe ich hier aufgemacht? Das muss ich jetzt gleich mal überprüfen. Das wäre nämlich krass, wenn da sie es geschafft haben. Ja, Tatsache. Wenn man es, sie es geschafft haben, ebenenübergreifende Schalter einzubauen. Du, mich auch. Aber ganz ehrlich. Scheiße. Habe ich jetzt einen Schreck gekriegt. Eine Woodmans Axt. Squall of Ice Shards ist ein Ripple Spell und den dürfte ich genau schon haben. Squall of Gaia's Gateway, den brauchen wir. Earth Magic 20. Flowering. You hear the sound of Polydor's opening in the Gaia's Garden. Ah, hier ist was aufgegangen. Jetzt kommt die große Frage. Ich bin vorhin hier runtergesprungen. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Lande ich genauso hier unten. Aber ich frage mich jetzt ernsthaft, warum das ein Secret sein soll. Auf jeden Fall sollte ich mal hier markieren, dass hier ein Gaia's Garden Teleport ist. So. In Zukunft kürzt sich das einfach mit GGT ab. Oder GG Teleport. Oh, Regeneration. Und ich dachte schon, es wäre was Schlimmes passiert.